Moin Moin Secrets Freunde, willkommen zurück zu diesem Replay. Mr. Talk von Secrets hat hier Hotneck ausgeführt und hat eine geile Runde zusammenbekommen. Ja, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und hier sind wir schon in Game. Karte Meerenge. Mr. Talk, so heißt er in Game. Fährt hier schon los und legt hier erstmal ordentlich was hin. Kommen wir schon gleich zu den Kapitänskills. Präventive Maßnahmen hat er schon mal mit gleich eingeskillt. Dann kommt vorrangiges Ziel, Beschussalarm, ganz klar. Als Zerstörer braucht man das. Elite-Schütze, damit die Turmdrehzeit, die bei der Ochotnik standardmäßig relativ schlecht ist, ein bisschen besser wird. Mit letzter Anstrengung ein ganz deutlicher Zerstörer-Skill. Schießgrundausbildung, erweiterte Schießgrundausbildung, passt perfekt. Die Kaliber hier haben 130 mm und der Skill geht bis 139 mm. Als Schiffsmodifikation hat er Hauptbatteriemodifikation 1 und 2 eingebaut, sowie die Antriebsmodifikation 1, um das nochmal weiter runterzusetzen, die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Ausfall hat. Er hat jetzt hier schon volle Karacho vorwärts gesetzt und versucht jetzt hier für sein Team schon die erste Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja, was kann man dazu sagen? Ein ganz außergewöhnlicher Zerstörer, der nach dem Ersten Weltkrieg gebaut wurde, ist eigentlich viel zu groß für eine Zerstörerklasse. Und ja, eigentlich führte er quasi dazu, also nach dem Ersten Weltkrieg hatte die sowjetische oder russische Marine kaum Kreuzer. Und deswegen haben sie sich dazu entschlossen, so eine Mischung sozusagen zu bauen. Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Kreuzer und Zerstörer. Er hat aber auch ein paar Nachteile. Also gerade hier in-game ist der Nachteil doch auch deutlich zu spüren. Darum ist da ein ganz besonderer Spielstil erforderlich. Also der größte Nachteil ist sicherlich die Feuerrate. Du hast nur alle 10 Sekunden Schüsse in der Luft. Bei den Masse an Türmen ist das immer noch genug, aber ja, das ist sicherlich ein Nachteil, wenn man andere Zerstörer sonst kennt. Die sehr langsame Turmdrehzeit natürlich und eine sehr, sehr schlechte Manövrierfähigkeit für einen Zerstörer. Das ist halt so. Naja, die Länge muss halt auch irgendwo ausgeglichen werden. Und das Typische für russische Schiffe ist eben, dass die Torpedos eine relativ kurze Reichweite haben. So, wir haben jetzt schon die ersten Gegner in Sicht. Bin mal gespannt, was jetzt hier abgeht. Er ist noch ein bisschen unentschlossen, muss erstmal die Lage noch ein bisschen sondieren, was genau jetzt das Richtige ist hier zu tun. Er muss auch aufpassen, dass er nicht gleich aufgeht. Das ist sicherlich mit der Ochotnik auch eine ganz schlechte Idee. Stößt hier aber immer weiter vor. Ich glaube, er sucht sich den Flugzeugträger aus, der da so ein bisschen hinten dran hängt. Wenn man jetzt guckt, unten seine Erkennbarkeit mit 6,3 Kilometer ist relativ groß für Zerstörer auf dieser Tierebene. Und jetzt geht das Geballer los hier. HE-Granaten sind drin. Und da kann man schon sehen, gut, einmal schön daneben gehauen, aber da kann man schon sehen, was da in der Luft ist. Ja, oder sieht besser aus. Hat mal einen Probeschuss abgegeben, getroffen. Das ist der erste Damage des Spiels für ihn. Oh, und jetzt geht einmal AP raus. Das ist nicht zu verachten. Und das sieht man auch gleich. Geil. Gleich eine Zitadelle auf dem Flugzeugträger. Auf die Entfernung. Oh. Und nun wollen wir das Ding brennen sehen. 4100, das muss man sich mal reinziehen. Gut, es ist nur ein Flugzeugträger, aber nichtsdestotrotz, er fährt auch nur ein Zerstörer. Mit Geschützen ist das ganz schön heftig. Ja, coole Position. Da war doch gerade noch ein Schiff.
Der eine Zerstörer, der Kollege Nebel da. Was ist jetzt los? Da war doch... Da kommt ein Kreuzer. Oh, der hält aber genau auf ihn zu. Ist, wird da schon beschossen? Und er schickt seine Aale ins Wasser. Das wird eng. Der muss mit den Torpedos treffen. Sonst wird er relativ schnell aufgedeckt und hat ein Riesenproblem mit dem Kreuzer. Die kommen aber nicht schlecht. Der fährt einfach weiter. Ganz cool. Jetzt ist der ist arg abgelenkt und da kommen die Torpedos. Das sieht nach einem guten Treffer aus. Yo, Torpedotreffer, gleich vernichtender Schlag. Hervorragend. Schiff zerstört. Zwei Zieltreffer. Da sind wir dann schon mal bei 33.000. So muss das sein. Aus der Gefahr einen Gewinn gemacht, sozusagen. So, ab hinterherfahren, dem Flugzeugträger, das ist natürlich ein dankbares Ziel. Vor allen Dingen, weil der Flugzeugträger natürlich auch immer stark den Gegner schwächt, wenn der dann nicht mehr dabei ist. Ja, die Vorteile von diesem Zerstörer. Er hat halt sehr, sehr viele Kanonen, wie wir schon gesehen haben, ne? 7 Stück. Also die HE-Granaten haben eine relativ gute Brandwahrscheinlichkeit. Mit 8% ist das relativ viel. Wir haben 7 Kanonen, ne? Mit 8% Brandwahrscheinlichkeit ist ganz ordentlich. Das macht schon Spaß. Und es hat eine vernünftige Trefferpunkteanzahl, dieses Schiff. Das wird hier zumindest aufgeführt. Oh, der Flugzeugträger wird echt eingedeckt. Und mit den Zerstörern. Die Zerstörer gehen voran. So wie das sein muss für einen. Für einen Zerstörer. Zerstörer vorne schön aufklären, immer gucken, dass die Gegner was zum Schießen haben und wissen, wo Torpedos sind und andere Schiffe. Das sollte man als Zerstörer nicht vergessen. Jetzt wird hier hinterher geeilt. Jetzt ist er entdeckt. Vor dem Flugzeug, Torpedobomber. Und da ist der Flugzeugträger wieder. Gibt noch ein paar Granaten drauf, der brennt schon wie die Hölle. Der Flugzeugträger, der lebt nicht mehr lange. Da ist er schon raus. Nun ist er unter Beschuss geraten. Von der Wyoming. Erstmal eine Smoke setzen, genau. Ist er erstmal safe. Hat hier eine doch vernünftige Gefechtsreichweite. Mit 9,2 Kilometer ist das wirklich gut zu überbrücken. So. Jetzt ist hier ein bisschen abwarten gefragt. Da kommt eine Kongo in seine Richtung. Torpedobomber sind auch noch da. Da ist das Flakgefeuer. Aber die greifen gar nicht an. Es geht anscheinend nur darum, für viele die offen zu halten. So, jetzt ist das Flaggschiff offen und die HE-Brandwahrscheinlichkeit soll jetzt ausgespielt werden. Man versucht jetzt hier das Flaggschiff anzustecken, bis das restliche Team nachgerückt ist, um da wirken zu können. Man sieht das schon auf der Minimap, dass die Schiffe da zügig einsteuern und wieder vernünftige Treffer. Hier geht es in die Rauchwolke, wieder nochmal zurück und der erste Brand ist gelegt. Und das ist eine Situation für die Wyoming, die ziemlich nervig ist. Sie kommt da nicht so schnell weg, ist ein ziemlich langsames Schlachtschiff, ihr wisst das, und noch ein Brand gelegt. Ich weiß gar nicht, sie repariert nicht, also kann sie gerade wahrscheinlich nicht reparieren. Und tickt dann natürlich immer schön weiter runter, was dem Damage-Meter von Chris jetzt richtig gut in
entgegenkommt. Mr. Torque gibt hier richtig Feuer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mal gucken, ob er sie noch ein drittes Mal anstecken kann. Dazu müsste er, glaube ich, ein bisschen weiter nach vorne zielen. So, ein Brand ist ausgegangen, der andere Brand ist jetzt auch ausgegangen. Entweder hat er gelöscht oder ist ausgegangen. Eins von beiden. Aber wir haben ja hier jetzt auch gleich weiter Beschuss. So, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird, bis die Wyoming wieder brennt. Die kommen noch gut. Direkt an der Brücke, nicht angesteckt. Aber wenn man die aufbaut und trifft, ist das generell immer eine ziemlich gute Sache. Und die Wyoming versucht jetzt hier wegzukommen. Dreht ab. Hat aber clever ausgespielt, meiner Meinung nach. Immer zu höhen zwischen den Inseln, die Deckung ausnutzen. Selbst wenn ein Flugzeugträger oder ein Flugzeug ihn aufklärt, ist es halt nicht so einfach für andere Schiffe ihn zu treffen. Wenn er hinter Inseln steht, durch einen hohen Schussbogen, kommt er halt auch über mittelhohe Inseln drüber. Optimale Spielsituation. Und wieder in Brand gesteckt. Das wird es für die Wyoming wahrscheinlich gewesen sein, wenn sie jetzt wohin repariert hat. Ist nicht ganz sicher. So, da ist schon ein Schlachtschiff gewesen. Und dann wird das gewesen sein. So ist es. Zerstört. So, jetzt haben wir hier gleich ein gutes Beispiel der Manövrierfähigkeit. Die Manövrierfähigkeit von dem Schiff ist nicht so optimal. Gibt jetzt gleich einen Turbo-Modus rein für einen Rückwärtsgang. Du bist halt ziemlich langer Spargel. Bespickt mit einigen an Kanonen und Torpedowerfern. Und dann ist es natürlich auch schwierig, da eine Wende einzuleiten. Und dazu noch eine Ruderstellzeit von 3,2 Sekunden, glaube ich. Auf der Tierstufe ist es doch relativ schwergängig. So, auf in die Feindbasis, um sie zu erobern. Oh. Da war mal ein Schiff. Das wurde gleich von der Minikase da vernünftig weggeräumt. Und da hinten kommen noch zwei Dampfer. Basiseroberung 1.23. Wollen wir nochmal gucken, ob man bis dahin hier noch ein bisschen Schaden collecten kann. Iron Duke. Hat er geschickt abgefeuert, bevor er bei der Insel aufgeht. Aber nicht getroffen, bisschen zu weit vorgehalten. Steht jetzt auch im Nebel. Und da sind die ersten Treffer gelandet. Wenn wir auf der Minimap gucken, sehen wir, dass ein gegnerischer Zerstörer bei der grünen Basis ist und vielleicht auch gar nicht so schlechte Chancen hat, die Basis dazu zu cappen, weil der Flugzeugträger da mit drin steht. Einen Flugzeugträger kann man gut weg rausschmeißen, aber der wurde jetzt doch erwischt. Ist mir jetzt nicht ganz klar, wie er erwischt wurde, weil er plötzlich weg war. Jetzt sind nur noch die beiden Schlachtschiffe hier. Die Iron Duke brennt schon. Das ist schon unglaublich. Also wenn man mit der auch nicht eine geile Runde erwischt, die von den Schiffen her auch optimal ist und man sich selber gut ausfährt, der Teamplay passt, dann hat man mit der auch Hotnik einen super Zerstörer. Ja, 130 mm Kanonen, damit kann man ganz schnell mal hier Schaden ausfeilen, auch auf Schlachtschiffen oder Kreuzern.
Oh, und da ist Silvesterfeuerwerk. Echt, was da auf die Iron Duke niederprasselt, ist schon nicht mehr feierlich. Oh, jetzt ist er offen, der Nebel ist weg. Und er wagt tatsächlich auch noch einen... Das sieht für mich so aus, als ob er jetzt noch einen Vorstoß macht. Ja, macht er. Geht dann auf die Kongo hier, die auch unter Beschuss liegt. Aber er gibt da richtig Gas jetzt, Gas da an. Und der Fächer geht raus. Der Fächer geht raus. Der ist ja auch immer riesig, ja. 4x3, 12 Torpedos im Wasser. Da sagt die Kongo dann aber auch, ja, vielen herzlichen Dank für mein Ableben. Bin froh, dass das vorbei ist. Und genau so ist es jetzt in diesem Fall. Da sind die Torpedos eingeschlagen. Gibt es nochmal einen vernichtenden Schlag. Und ein Großkaliber natürlich. Und die Iron Duke segnet gleich auch ihr zeitliches. Und dann wird dieses Gefecht gewonnen sein. Da gucken wir uns nochmal die Stats an. Recht beeindruckend, zweimal vernichtender Schlag und Großkaliber dabei. Zitadelle, Torpedotreffer, in Brand gesteckt. 127.000 Schaden auf T5. Eine echte Hammerrunde. Natürlich Platz 1, 1488 Base XP. Jetzt sehen wir gleich nochmal einen Überblick, welche Schiffe er wie getroffen und beschädigt hat. Ich möchte schon mal an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt diese Videos gerne in verschiedene Gruppen, Social Media. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten, frohe guten Rutsch. Ciao, euer Seacoast Team.